Wenn es um Kunst geht, scheut die ARD weder Kosten noch Mühe. So hat sie für ihr Vorabendprogramm 65 neue Dagobert Duck-Filme eingekauft. DuckTales, Neues aus Entenhausen, soll doppelt so teuer wie eine normale Serie gewesen sein. Mit viel Mühe werden sie zurzeit bei der Interoper-Film synchronisiert. Christina Figura haben wir für die Synchronisation ihres folgenden Beitrags eine Sprecherin besorgen müssen. Sie werden gleich sehen, warum. Ich habe meine liebsten Spielzeuge zu einer Party eingeladen. Willst du auch kommen? Entenhausen, das liegt derzeit in Neukölln. Denn in diesem Synchronstudio bekommen alle Walt Disney-Figuren Deutsch in den Schnabel gelegt. Altbekannte wie Tick, Trick, Track und Dagobert Duck und neue Zeichentrickfiguren wie Niki, gesprochen von Janina Richter. Für die Schauspieler ist es ein hartes Stück Arbeit, auch alles entengerecht auszudrücken. 3 Tage dauert es, eine Folge von 25 Minuten ins Deutsche zu übersetzen. Die 40. ist gerade synchronisiert worden. Geht es nicht auf die Stimmbänder so mit der Zeit? Ja doch, das geht ganz bestimmt auf die Stimmbänder. Ganz besonders, wenn man dann abends eventuell noch Vorstellungen hat oder so, dann merkt man schon, wenn man 8 Stunden im Studio gestanden hat und dann abends auf der Bühne, da merkt man dann plötzlich, oh, gerade wenn man dann hier so endlich gesprochen hat, dass das dann doch manchmal ein bisschen kratzt. Mit DuckTales, Neues aus Entenhausen, wurde in den Disney-Studios die erste Zeichentrickserie speziell für das Fernsehen produziert. Absoluter Star, Dagobert Duck, die geizigste Millionärsente der Welt. Aber auch fast alle anderen bekannten Disney-Figuren werden im Fernsehen auftauchen. Damit ist Thomas Keck gemeint. Er sitzt im Regieraum und passt auf, dass auch jeder Satz sozusagen schnabelgerecht klingt. Er spricht aus Erfahrung. Donald Duck hat seine Stimme bekommen. Was ist das Besondere an dieser Arbeit? Ja, die ist besonders schwierig dadurch, weil wir immer einhalten müssen, dass sie sollen sehr menschliche Züge haben, diese Figuren. Aber wegen der Figuren muss man die Stimme ein bisschen verstellen, die müssen sich ja kleiner machen. Und es ist doch noch die ganze Zeit ganz schön anstrengend. Es oft geht auf die Stimmbänder oder wenn ich den ganzen Tag dann so dazwischendurch dann reden muss, ist das natürlich ein bisschen anders als bei Realsynchron. Da ist das eigentlich etwas weniger anstrengend. Seht mal, da ist eine Höhle, die wäre groß genug für ein Schiff. Mir nach, Kinder! Gold, Gold, jede Menge Gold! Ab morgen sind die Enten los. Jeden Sonnabend um 17.25 Uhr im ersten Fernsehprogramm. Kommt, weiter! Oh, sie ist leer. Das ist der schmerzeste Tag meines Lebens. Ich habe das Gespür für Gold verloren. Armer Onkel Dagobert. Ach, der gibt so schnell nicht auf. Du wirst sehen, morgen früh sucht er weiter. Wahrscheinlich. Schlafen wir erst mal eine Runde.